Eine Matratze muss vor allem den Rücken gut stützen. Man muss sich erholt fühlen, morgen, wenn man erwacht. Ob sie hart oder weich oder halbhart ist, ist nicht so entscheidend. Es gibt keine Studien, die belegen würden, dass Leute, die in einer weichen Matratze schlafen, häufiger Hexenschuss hätten als solche, die in einer harten Matratze schlafen. Das ist etwas, das man sehr häufig hört. Wenn man es aber ganz genau und isoliert betrachtet, muss man sagen, wer viel sitzt, hat nicht zwingend ein höheres Risiko, einen Hexenschuss zu bekommen. Viel sitzen hat aber sehr viele andere negative Folgen auf die Gesundheit. Wer viel sitzt, sollte schauen, dass er sich möglichst viel bewegt und möglichst aktiv sitzt und nicht immer in der gleichen Position. Wer schon mal einen Hexenschuss hatte, weiss, dass wenn man etwas Wärmendes auflegt auf den Rücken, gehen die Schmerzen langsam weg. Es lindert den Schmerz, es heilt ihn aber nicht. Als Hexenschuss bezeichnet man im Volksmund alles, was plötzlich einschiessend im Rücken wehtut. Ein Bandscheibenvorfall ist eine Situation, wenn sich eine Bandscheibe vorwölbt und auf eine Nervenwurzel drückt. Das kann eine Form eines Hexenschusses sein, das ist aber nicht das gleiche wie ein Hexenschuss. Diese Frage kann man mit einem grossen Ja und mit einem Ausrufezeichen beantworten. Wer sich viel bewegt, hat weniger Rückenschmerzen. Wer weniger Rückenschmerzen will haben, sollte sich möglichst viel bewegen. Hexenschuss ist tatsächlich etwas, das sehr plötzlich kommen kann, ohne dass man genau weiss, warum. Es ist häufig auch so, dass es von alleine weggeht. Je mehr dass man sich bewegt und aktiv bleibt, umso schneller geht er auch wieder weg. Man kann nicht sagen, dass ein Hexenschuss psychisch ist, aber man kann sagen, dass Leute, die einen Hexenschuss haben und Angst haben, dass das etwas Schlimmes ist oder Angst haben, sich zu bewegen oder Angst haben, dass sich das chronifizieren könnte, tatsächlich auch ein grösseres Risiko haben, chronische Rückenschmerzen zu entwickeln.